Es ist, als würde man auf eine Party gehen und du weißt, dass die Leute bereit sind, sich zu unterhalten. Das erklärte Sonja Baches gegenüber der New York Times. Die Rede ist von Clubhouse, einer Audio-Only-App, die Anfang 2021 einen Hype auch in Deutschland auslöst. Anders als beim Podcast kannst du in dieser App auch mitsprechen. Warum die App genau den Nerv der Zeit trifft, erfährst du in diesem Video. Als Filmemacher bin ich vor allem eine Kombination aus auditivem und visuellem Content gewöhnt. Und jetzt einmal nicht ein Setting vorbereiten zu müssen, zu schauen, hey, sind die Pickel auch wirklich abgedeckt, sondern einfach drauf los quasi produzieren zu können, das fand ich eine ganz spannende Sache. Und auch ich bin der App verfallen. Die letzten 48 Stunden habe ich dazu genutzt, in die unterschiedlichsten Räume einen Einblick zu kriegen. Und ich war wirklich in den verschiedensten Räumen. Ich war im Startup-Talk, wo über die verschiedensten Herausforderungen in der Pandemie gesprochen wurde. Ich war in einer LGBTIQ-Community, wo sich auch ausgetauscht wurde unter Gleichgesinnten. Und ich war auch in der Raucherküche, wo Black Stories gespielt wurden und Wahrheit oder Pflicht. Also absolut abgefahren, was da abgeht. Und das ist auch genau das, was Clubhouse ausmacht. Du hast also verschiedene Topics, denen du folgen kannst und eigentlich jedes Thema, was irgendwie bedient werden kann, wird bedient. Und du findest auch diese passenden Räume. Das heißt, Clubhouse ist, anders als andere Social-Media-Plattformen, auch wirklich social. Hier kommst du in Kontakt mit Gleichgesinnten, mit Menschen, die sich über das gleiche Thema austauschen möchten wie du, ohne dass du vorher in Kontakt mit ihnen gekommen bist. Auch hier ist natürlich Platz für Personal Branding und es wird auch viele Influencer auf dieser Plattform geben. Das braucht nur seine Zeit. Allerdings gibt es hier, anders als bei anderen sozialen Netzwerken, nicht die Kommentarfunktion und auch keine Likes. Kritisch betrachten kann man aber auch, dass Clubhouse auch dazu beiträgt, dass sich Menschen wieder in Bubbles zusammenfinden. Aber das ist nochmal ein anderer Punkt. Zudem greift Clubhouse einen sehr, sehr großen Trend auf, der sich in den letzten Jahren auch schon bei Discord, YouTube und Twitch durchgesetzt hat, nämlich der Live-Charakter. Auf Clubhouse passiert alles live und interaktiv. Das heißt, ich habe auch wie bei den anderen Livestreaming-Formaten die Möglichkeit mitzuwirken. Clubhouse bedient passives Nutzerverhalten. Wir waren Fernsehen leid. Wir hatten keine Lust, um genau 20.15 Uhr vor der Kiste zu sitzen. Wir wollten Inhalte auf Abruf. Und schon kamen die ganzen großen Portale, auch wie Netflix etc. Allerdings haben wir jetzt gemerkt, in dieser Vielfalt von Medienangeboten, das ist manchmal ganz schön schwierig, irgendwie eine Auswahl zu treffen. Und mal ganz ehrlich, sei mal ehrlich zu dir selbst. Wie lange beträgt die durchschnittliche Dauer, bis du bei Netflix einen neuen Film oder eine neue Serie ausgewählt hast? Und genau da sitzt Clubhouse an, wo der YouTube-Algorithmus uns Videos vorschlägt, wo Netflix auch immer besser darin wird, uns Inhalte vorzuschlagen, die uns gefallen, kannst du bei Clubhouse einfach Räumen beitreten, wie als wäre es ein Fernsehprogramm. Das waren jetzt ein paar Gedanken von mir dazu, warum Clubhouse, glaube ich, sehr gut den Nerv der Zeit trifft. Was denkt ihr denn zu der Plattform und seid ihr denn auch schon dort vertreten? Wenn euch jetzt interessiert, wie diese App noch funktioniert, was die ganzen einzelnen Features sind, dann schaut doch im Video von Nico vorbei vom Tutorial Center. Das ist in einer Zusammenarbeit mit diesem Video entstanden. Das könnt ihr euch jetzt einmal klicken und dann würde ich erstmal sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut!